Sie war auf den Bühnen der Welt zu Hause. Agnetha, auch als Blondes A der schwedischen Popband ABBA bekannt. Heute, fast 40 Jahre später, treffen wir sie ganz bodenständig in ihrer Heimat Stockholm. Denn dort fühlt sie sich mittlerweile am wohlsten. Nächstes Jahr ist es 40 Jahre her, dass ABBA mit dem Lied Waterloo den Grand Prix gewann. Ich bin mir sicher, Sie bekommen die Frage oft gestellt. Planen Sie viel dazu eine Reunion? Ja, da gibt es wohl Pläne, aber ich habe dem ja noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ich bin mir sicher, da wird was kommen. Warten wir mal ab. We wait and see. Ein ABBA-Comeback, das wäre die Überraschung, denn bislang war es Agnetha, die das konsequent ablehnte. Sogar als die Band 2000 ein Reunion-Angebot für $1 Milliarde bekam. I don't dare to say anything. Ich sag jetzt lieber nichts mehr. Dann sagen die Leute nur, warum hast du das gesagt? Ich weiß es nicht genau, was die Pläne sind. Lieber spricht die 63-Jährige über ihre Solo-Pläne. Am 22. November erscheint schließlich eine Deluxe-Version von ihrem aktuellen Album Egg. Sie singen ja viel über die Vergangenheit, auch im aktuellen Album. Denken Sie da auch viel dran? Nein, eigentlich denke ich nicht so viel an die Vergangenheit, aber sie folgt mir. Die ABBA-Zeit ist zum Beispiel immer präsent. Manchmal passiert es sogar, dass ich von einem der Bandmitglieder träume. Treffen würden sich die vier heute allerdings nur noch selten. Jeder lebt sein Leben und Agnetha liebt statt Flower Power heute besonders die Ruhe und Abgeschiedenheit. I'm a very normal person. Ich bin ein ziemlich normaler Mensch. Ich liebe es, auf dem Land zu leben. Ich liebe es, mit meinen Kindern und Enkeln zusammen zu sein. With my children and grandchildren. Und wie glücklich sind Sie jetzt mit Ihrem Leben? Ja, ich würde sagen, für mich ist es wie bei anderen auch ein Auf und Ab. Zurzeit geht es allerdings eher aufwärts und vielleicht beflügelt Agnetha ja das zur ersehnten Reunion.